So, das sind Gegenstände. Das waren Heiltränke. Oh, glänzende. Die können mal hier rein. Der kann mal hier raus. Ach komm. Ey, Zespinner. Nein. Nein. Was haben wir denn da? Ein Buch. Gute Nacht, Lektüre. Oh, der Leitfaden der Golem-Konstruktion. Puh, wie langweilig. Hm, ihr habt ein Schächtelchen mit Armbrustbolzen. Ja, ich kann es verbessern. Dann produziert das Armbrustbolzen plus 2. Armbrüste sind zwar mies, aber nicht ganz so mies mit besseren Bolzen. Nur 5000 Goldmünzen, sicher okay, doch. Bitte zurückgehen. Neues Rezept noch nie probiert vorher. Könnte dreckig sein hier. Die 5000 Gold haben wir. Wunderschön. Sespina geht wieder an die Arbeit. Wir haben sehr viel Gold. Oh, glänzende. Oh, glänzende. So, die können da rein. Die beiden Zepters, die kannst du mal behalten. Ja, sehr viel zum Verkaufen. Die beiden können auch mal bei. Da ist Zeug drin. So, Questgegenstände können ihr hier rein. Gut. Ja, was immer ihr wünscht. Das heißt, das Einsprengse kann uns dann mal zurückbringen. Oh, in die wachende Festung. Und dann laufen wir mal dem Elf hinterher. Der ist hierhin abgehauen. Natürlich. Okay. Ja, da ist der verrückte Elf. Das sind Handschuhe. Badenhandschuhe. Können nur für Baden verwendet sie werden. Ja, Gesins Kurzbogen. Na, mal sehen. Weil sie hat ja jetzt den Dunkelfeuerbogen. Wenn es das ist, was ihr wollt. Au. Das tat weh. Hey, du. Tut mir nicht weh, Dämon. Tut mir nicht weh. Hilflos, Jagdmann. Furchtsamer Jagdmann. Beruhigt euch. So, beruhigt euch doch. Ich bin kein Dämon, schaut mich doch genau an. Das bin ich. Ich bin nicht hier, um euch weh zu tun. Ich habe jedoch ein paar Fragen. Kommt mir nicht die Gefähre, verrückt dort. Ich muss euch töten. Ich werde noch wesentlich mehr machen, als euch nur weh zu tun. Lässige Zecke nehmen wir dann die Eins. Oh, nun, das ist ja in Ordnung. Aha, gut. Wer seid ihr eigentlich genau? Jagdmann erinnert sich nicht. Vergesslicher Jagdmann. Jagdmann ist schon so lange Jagdmann und wandert hier herum, dass er sich nicht mehr erinnern kann, nicht Jagdmann zu sein. Wie lange seid ihr schon hier? Jagdmann schon lange Zeit hier. Jagdmann kam vor langer Zeit mit Freunden. Freunden, die nach Schätzen suchen wollten. Jagdmann wollte auch Schätze, reicher Jagdmann. Freunde sammeln Dinge für Ritual und Jagdmann zuschauen. Startende wachen zum Leben und armer Jagdmann flieht durch Portal. Feiger Jagdmann, Freunde sterben, Jagdmann hier gefangen, einsamer Jagdmann. Ihr habt von Dämonen gesprochen. Viele Dämonen, ja, viele furchteinflößende Dämonen. Jagdmann verängstigt, Jagdmann rennt weg. Als Dämonen näher kommen. Das ist nicht so schwer, weil Dämonen immer gegeneinander kämpfen. Warum kämpfen die Dämonen gegeneinander? Manche Dämonen hassen einfach andere Dämonen. Dämonen haben ihre eigenen Gründe, nimmt Jagdmann an. Jagdmann macht das nichts. Wenn Jagdmann nur zweite war auf Speisekarte ist, überlebt Jagdmann. Ich verstehe, vielleicht wäre es jetzt an der Zeit, wenn ihr ein wenig schlaft, hm? Ihr wollt, dass Jagdmann schläft? Jagdmann schläft nie.
Ihr schlaft nie, aber ihr müsst doch schlafen. Wenn man nicht schläft, wird man doch... Oh. Jagdmann wartet hier. Also Jagdmann passt auf den Mond auf. Paranoider Jagdmann. Nun seid ihr Mond hier, dass ihr eigentlich gar nicht so paranoid von Jagdmann. Hä? Bitte. Tut mir nicht weh, Dämon. Ja. Tut mir nicht weh. Hilflos. Jagdmann. Was könnt ihr mir denn Ort sagen? Furchtbar, Jagdmann. Jagdmann rennt die ganze Zeit durch die Gegend. Jagdmann kennt diesen Ort sehr gut. Wirklich viel weisender Jagdmann. Labyrinth vom Portal. Ein Portal führt zu Räumen und Räumen und mehr Räumen. In einigen Räumen gibt es Dämonen, beängstigende Dämonen. Dämonen können, kommen auch manchmal aus den Portalen. Dämonen ärgerlich, weil sie nicht hinaus können. Jagdmann kennt aber den Weg nach draußen. Kluger Jagdmann. Den Weg nach draußen ist das nächste Stockwerk. Wie kommt man denn nach draußen? Jagdmann weiß, wo der Weg nach draußen ist, aber Weg nach draußen ist kaputt. Jagdmann wollte ihn nicht kaputt machen, aber er ist kaputt. Dummer Jagdmann. Was ist kaputt? Kann man es reparieren? Nach Labyrinth führt zu einer großen Höhle mit Portal. Portal ist der Weg nach draußen. Jagdmann weiß das, kluger Jagdmann. Aber Jagdmann gestolpert und hat Portal zerbrochen. Zerbrochenes Portal, ungeschickter Jagdmann. Jetzt Portal zerbrochen, Dämonen kommen durch das Portal. Dämonen kommen und sind im Labyrinth gefangen, weil das Portal kaputt ist. Portal muss mit Zepter repariert werden. Jagdmann weiß das. Mit einem Zepter, welchem Zepter? Jagdmann hat Zepter, aber Zepter auch kaputt. Zepter braucht 3 Edelsteine, aber Edelsteine fallen herunter, wenn Jagdmann rennt. Jagdmann weiß nicht, wo Edelsteine sind, können Zepter haben. Zepter in Abfallhaufen. Großzügiger Jagdmann. Wie kann ich diese Höhle erreichen, in der das kaputte Portal ist? Jagdmann vergisst immer. Vergesslicher Jagdmann. Jagdmann schreibt es in Tagebuch auf, muss hier irgendwo sein. Warum legt ihr euch nicht schlafen? Ihr schlaft nie? Aber wenn man nicht schläft, wird man doch... Oh. Jagdmann hat geschlafen vor langer Zeit, aber es wird kalt, so kalt. Jagdmann friert. Ein. Dämonen kommen und es wird kalt. Kein Schlaf führt dazu, dass Jagdmann wahnsinnig wird. Jagdmann weiß das. Verrückter Jagdmann. Ihr könnt jetzt schlafen, wenn ihr wollt. Ich werde euren Schlaf bewachen. Vielleicht könnt euer Verstand durch Heilung wiederhergestellt werden. Wir könnten alle Dämonen hier in der Gegend zerstören. Dann könntet ihr schlafen. Nehmen wir mal die 1. Jagdmann dumm, aber nicht so dumm. Wir können alle Dämonen hier in der Gegend zerstören, dann könntet ihr schlafen. Das wäre ganz nett, aber würde einfach mehr es würden einfach mehr Dämonen kommen. Es kommen immer mehr Dämonen. Jagdmann weiß das. Ja, vielleicht könnte euer Verstand durch Heilung wiederhergestellt werden. Jagdmann hat keine Ahnung. Jagdmann kennt diesen Zauber nicht. Ich habe natürlich mich gemeint. Ist sonst noch jemand aus Jagdmann verrückt? Vielleicht benötigen sie dringender diese Heilung als Jagdmann. Jagdmann kann warten. Jagdmann hat schon lange Zeit gewartet. Geduldiger Jagdmann. Ich habe gemeint, ach, vergesst es. Und ihr denkt, Jagdmann ist verrückt. Na komm, wir probieren es einfach mal mit der großen Heilung. Okay. Dann gucken wir mal Jagdmann an. Hat immer noch die Falle aktiv. Blöder Jagdmann. Los, spuck es aus. Danke, Imoen. Okay. Ja, keine große Herausforderung. So, ein beschlagener Lederwams und Wurfpfeile der Betäubung. Das Zepter sieht leider nicht mehr besonders beeindruckend aus, da 3 Edelsteine aus ihren Fassungen an der Spitze gebrochen wurden. Wenn man alle 3 fehlenden Edelsteine finden würde, könnte man das Zepter wiederherstellen. Dieses Tagebuch ist ziemlich dick und enthält auch zahlreiche Einträge. Am Anfang sind sie noch gut verständlich im Elfisch gehalten. Sie erzählen von den Schrecken des Schreibers, dass er hier in diesem Labyrinth gefangen ist. Und wie frustriert er ist, dass man nicht einmal, wenn man durch ein Portal schreitet, durch das man eben gekommen ist, wieder am Ausgangsort landet. Der Schreiber ist offensichtlich depressiv und hat Schuldgefühle, weil er seine toten Gefährten verlassen hat. Seine Schrift und sein Geisteszustand verschlechtert sich zunehmend, bis er zu wirren Gekritzel kommt. Er schreibt endlos über irgendwelche Dämonen, über zahlreiche Seiten zieht sich das Wort Jagdmann kreuz und quer. Nur einmal wird das wirre Geschreibsel durch einen halbwegs lesbaren Abschnitt unterbrochen. Bei diesem Abschnitt könnte es sich um eine Richtungsbeschreibung handeln. Vielleicht ist es aber auch nicht mehr als die Worte eines Verrückten. Ich stehe im Raum, der den Weg zeigt, und ich muss weg von hier. Ich fliehe in Richtung der aufgehenden Sonne.
zur Säule aus Stein, die sich in der Nähe befindet. Von dort setze ich meinen Weg fort, wie ich ihn begonnen habe, und spreche mit dem Dämon. Er fordert mich auf, nach Süden zu reisen, zu laufen und nicht schwach zu sein. Nach Süden, bis ich den Obelisken finde, der auf allen Seiten von Runen überzogen ist. Die untergehende Sonne zieht mich weiter in ihre feuerrote Umarmung. Von dort fliehe ich in die Kälte des Nordens und lege mich zu Füßen des Baumes nieder. Aber selbst dort ruft noch der Norden, denn im Norden bin ich frei. Fragt nun gut. Also ja, es gibt wohl zig verschiedene Räume. Oh, cool. Das ist dann wohl das Teleporter-Labyrinth. Mhm. Da war der Ausgang. Was möchtet ihr? Und wisst ihr was? Das nutze ich doch gleich mal aus. Spreche mit ihr hier. So, ein Verkaufszeug. Keine nehmervollen Beutel. Habe ich irgendwelche Tränke, von denen ich zu viele habe? Oder die ich einfach nicht bräuchte? Kaum Gegengifte. Kann ich vielleicht mal 10 Stück verkaufen? Oh komm, ich verkaufe noch 5 weitere. 10 Gegengifte reichen. Die 3 Sachen können weg. Hier kann alles weg. Bis auf der Prunkharnisch. So, Behälter öffnen. So, Beutel schließen. Die beiden Stäbe behalte ich. Hier, was verkaufen wir hier? Die ganzen Bolzen. Und auch die ganzen Eispfeile verkaufe ich mal. Säure- und Feuerpfeile sind schön. Behalte ich. Weil des Zauberbruchs auch. Also Beutel schließen, fertig. Erzählt mir mehr. Gut. Das heißt, ich kann hier wieder rein. In Jagdmanns Versteck. Keine große Herausforderung. Und ja, ich muss jetzt systematisch alles absuchen. Also wir wissen, hier geht's raus. Weil die Portale, die werden alle immer gleich funktionieren. Bin aber mal gespannt, ob das mich wirklich zurück in die Mitte bringt oder ob ich woanders lande. Nein. Also, wir können uns merken, das bringt uns zurück. Man kann nie wissen, was für Gefahren da im Osten die Sonne normalerweise aufgeht, gucken wir uns erstmal im Westen um.